So, hi, willkommen bei Erfolgswolf hilft und ja, es ist Sonntag, aber das Schöne im Online-Marketing ist ja, man kann arbeiten, wann und wo man möchte und ja, ich habe einem Rudelmitglied, nämlich dem Erich, versprochen, dass ich ihm auf jeden Fall nochmal ja, eine kleine Frage beantworte. Jetzt sitze ich hier so ein bisschen zwischen, ja, ich halte meine Kamera, mal gucken, was man sieht, ja, so, also zwischen Fußball gucken, BVB Augsburg und zwischen dem Live-Projekt Fitnessbikes. Ich bin auch selber hier mit einem Fitnessbike, mit meinem Fitnessbike hingefahren, um noch das ein oder andere kleine Video zu machen rund um das Live-Projekt. Aber wie gesagt, beim Erich stellte sich die Frage, wie denn Affiliate-Links, also Partner-Links in entsprechenden E-Mail-Kampagnen eingesetzt werden. Und deswegen habe ich mir gedacht, löse ich das Problem einfach mal direkt, indem ich mich A, in mein Mailchimp einlogge und B, einfach mal einen Affiliate-Link mir schnappe. Was ist ein Affiliate-Link? Nur das ganz kurz. Für die, die das nicht kennen, Affiliate Marketing ist Marketing, in dem ihr Produkte anderer vertreibt und dafür Provision bekommt. Ja? Deswegen habe ich jetzt mal einfach meine Erfolgswolf Akademie als Beispiel genommen. Das heißt, jeder ist in der Lage, also wirklich jeder ist in der Lage für die Erfolgswolf Akademie, wenn man auf die Startseite geht, ganz runter zu scrollen, da findet man einen Link, der heißt Werde Partner. Diese Sektion ist zwar noch nicht ganz fertig, also ist noch nicht hundertprozentig fertig, aber sie funktioniert schon. Und zwar sieht das hier in diesem Partnerbereich jetzt folgendermaßen aus. Es gibt hier einen Generator und eine kleine Erklärung, wie man Provision verdienen kann. Also nur ganz kurz, man kann sich kostenlos für mein Partnerprogramm anmelden, aber auch ganz viele andere Firmen haben Partnerprogramme, also 1&1 oder AIDA oder Strom, Scheck24 oder wie auch immer. Also ihr könntet rein theoretisch die Produkte anderer Firmen vertreiben und bekommt dann eine gewisse Provision. Ja, bei mir sind das 50%. Ja, das heißt also, wenn ihr jemanden besorgt, der sich das ein oder andere Modul der Akademie kauft oder die gesamte Akademie im Monatsabo, dann bekommt ihr halt regelmäßig 50%. So, jetzt habt ihr die Möglichkeit, euch einen Link zu erstellen. Also ihr müsst einen Link haben, der nur auf euch personalisiert ist. Das bedeutet also, ihr müsst eurem Freund oder die Leute, die ihr halt bewerben wollt, ja, also es, ihr könntet zum Beispiel einen Link von euch für euren eigenen Link nehmen und den auf Facebook posten. Ja, und wenn dann auf Facebook eure Freunde zum Beispiel das Produkt dann entsprechend kaufen, bekommt ihr Provision. Ja, und dafür braucht ihr aber einen personalisierten Link und dafür müsst ihr an dem jeweiligen Partnerprogramm euch anmelden. Bei mir sieht das jetzt so aus, dass man sich vorher einmal auf Digistore24 für mein Programm anmeldet. Das ist kostenlos, ne? Also man klickt hier praktisch einmal auf diesen Link, den man hier sieht, und dann kannst du dich kostenlos einmal als Affiliate für mein Programm registrieren. Dann bekommst du eine ID. Die legst du dir selber an, das ist der sogenannte Login-Name. Wie gesagt, also die unterschiedlichsten Partnerprogramme, die funktionieren alle ein bisschen anders, aber das ist meistens halt erklärt. Und hier bei Digistore ist es halt so, du bekommst eine ID. Ich nehme jetzt mal meine eigene ID, die ich jetzt bei Digistore habe. Das ist hier RRWender, ja, so heißt meine ID. Die würde man jetzt in diesem kleinen Generator auf meiner Partnerseite eintragen. Und dann klickt man hier auf Affiliate-Links generieren. Das Ganze geht nicht nur mit einem reinen Link, das Ganze kann man jetzt auch mit Grafik versehen. Das zeige ich dir gleich nochmal, wie man das auch in eine E-Mail einbauen kann. Hier in diesem Fall ist jetzt der Link hier unten drunter personalisiert. Ja, das siehst du hier zum Beispiel. Ja, da steckt jetzt promo.rrwender 50367. 50367 ist die Artikelnummer von meiner Akademie, das Premium-Abo, und von Digistore24. Wenn du jetzt, also stell dir vor, du bist jetzt rrwender, ja, also die ID würde dir gehören, dann kopierst du jetzt praktisch diesen Link raus und du könntest ihn jetzt irgendwo hin posten. Dem Erich ging es jetzt darum, eine Kampagne zu machen, also eine E-Mail-Kampagne zu machen. Dafür habe ich mir einmal Mailchimp rausgesucht, das ist mein Newsletter-Tool, und da lege ich einfach mal ganz schnell eine kleine Kampagne an. Ja, also auch das geht relativ fix. Wenn ich jetzt für meinen Rudel eine Kampagne anlegen möchte, dann mache ich das eben, also jetzt hier mal nur demo-mäßig lege ich das einmal ganz kurz an, damit es einmal, würde ich jetzt Affiliates Rudel Test, nenne ich das einfach, und dann würde ich hier drunter schreiben als Betreffzeile, das musst du dir anschauen, ja, Punkt, Punkt, Punkt vielleicht, das ist die Betreffzeile der E-Mail.
Dann, also wie jetzt MailChimp, ich weiß jetzt nicht, ob du MailChimp benutzt, ob du Aweber benutzt, Clicktip, Cleverreach, Newsletter to go, es gibt so viele E-Mail-Programme. Bei mir ist es also, wie gesagt, ich gebe dem Ganzen einen Namen, gebe die Betreffzeile an, der Rest ist schon eingestellt, gehe dann auf den nächsten Step und kann mir jetzt das entsprechende Design raussuchen. Ja, ich habe auch meine Designs schon zwischengespeichert, deswegen, das mache ich jetzt ein bisschen schneller, weil das ist jetzt keine Erklärung zu MailChimp. Dafür gibt es auch Videos, hier habe ich auf meinem YouTube-Kanal, um da einen Einstieg in MailChimp zu haben. Du kannst jetzt praktisch eine E-Mail designen, ne? Also je nachdem, was für einen Text du jetzt schreiben möchtest, klickst du entsprechend in den Bereich rein und würdest jetzt Text schreiben. Ich mache es jetzt mal ganz kurz. Diese Akademie ist der reine Wahnsinn. Ja. Dann klicke hier, um für 3 Euro 30 Tage ohne Risiko zu testen. So, ja, das ist ein bisschen Werbung. Ja, jetzt mache ich hier noch ein bisschen. Es ist so, dass man dann nochmal das Wort Klicken drin hat als kleine Call to Action. Und jetzt, ja, Erich und auch die anderen, die jetzt zugucken, musst du praktisch den Teil, den die Leute in deiner E-Mail anklicken sollen, ja, den musst du jetzt praktisch markieren. Ja, also klicke hier, um das zu testen, markiere ich jetzt einfach mal mit der Maus. Und dann ist das meistens so, dass man ein Kettensymbol hat. Ein Kettensymbol ist meistens Link einfügen in diesem Programm. Ja, das sieht man hier sehr schön. Und wenn ich da draufklicke, dann möchte er die Adresse haben. Diese Adresse könnte ich jetzt so eintragen, wie sie hier ist. Die meisten allerdings cloaken ihre Affiliate-Links. Ja, also so, dass es nicht auffällt, dass da entsprechend eine ID drin ist, eine Nutzer-ID drin ist, so jetzt wie Erwender und die Artikelnummer. Und cloaken das Ganze so, verschleiern so einen Link. Ja, dass diese Daten nicht ausgelesen werden können, nicht manipuliert werden können. Dann müsste man vorher einen Zwischenschritt machen, also das geht auch, kann ich einmal ganz kurz zeigen, ich lasse das Fensterchen hier mal offen stehen und würde jetzt praktisch zum Beispiel den, was nehmen wir mal für ein Kürzersystem, nehmen wir mal den Google-Kürzer. Ja, wir nehmen jetzt mal den Google-Kürzer, ich gucke gerade mal, das 13:0 habe ich jetzt gerade nicht mitgekriegt, so ein Mist. Egal, gucke ich mir gleich nochmal in der Wiederholung an. Und zwar braucht ihr einfach nur eingeben Google-Kürzer, dann kommt ihr auf den Google-Shortener. Ja, und siehst du hier in der Google-URL-Shortener und da kann man jetzt praktisch seinen Affiliate-Link hier praktisch nochmal reinschreiben und den runterkürzen lassen. Ja, shorten URL und dann kann man diesen gekürzten Link sich schnappen. Ja, und wenn den hier jemand eingeben würde in seinem eigenen Browser, dann würde er entsprechend weitergeleitet werden zu dem jeweiligen Produkt. So, jetzt ist er, wenn er da draufklickt, weitergeleitet worden zur Akademie. Jetzt sieht man hier akademie.erfolgswolf.de und im Browser der jeweiligen Person, die da drauf geklickt hat, ist ein Tracking-Cookie gesetzt worden. Ja, also wir können jetzt entweder in unserem E-Mail-Programm den vollen URL verwenden. Ich empfehle da auch die gecloakte Variante, also jetzt, ne, sieht man hier Google, OZT und so weiter. Ist genau die gleiche Adresse, die dahinter steckt, nur dass sie halt einmal um Google weitergeleitet wird mit der Affiliate-ID, dann hinterher zu der Verkaufsseite. Ja. Wenn ich jetzt auf Insert gehe, ja, dann ist halt dieser Link zum Klicken da. Jetzt möchte man vielleicht aber auch manchmal ein Bild haben oder so. Ne? Vielleicht hat man von dem Partnerprogramm einen Werbebanner bekommen und dieser Werbebanner müsste jetzt als Bildchen eingebaut werden oder man bekommt Bannertext. Das zeige ich an dieser Stelle auch nochmal. Also bevor ich das jetzt rumschicke, zeige ich das jetzt mal vielleicht mit meinem Partnerprogramm, dass ich über... nehmen wir den Smart Tracking Kurs. Also der Smart Tracking-Kurs, da geht es, da habe ich einen Google Analytics-Kurs, also für die Leute, die schon eine Website haben und vernünftig Erfolgsmessungen machen wollen. Da gibt es den Google Analytics-Kurs und da gibt es auch noch weiteres Werbematerial. Da findet man auch ganz unten, ich mache das mal bei mir ganz unten in die Leiste, schreibe ich immer nur für Partner oder werde unser Partner, auch hierfür gibt es 50%. Und es ist genau das gleiche in grün, nur dass ich jetzt hier auch noch Bilder habe, die man als Werbematerial einsetzen könnte. Ja, wie zum Beispiel jetzt hier diese Packung, ja, mit dieser kleinen Memberkarte. Und wenn man diesen Code hier unten haben will, individualisiert haben möchte, auch da kann man diesen Editor benutzen. Ich schreibe mal wieder meine ID rein. Oh, Erwender, die auf Affiliate-Links generieren. Ja, auch hier muss man sich natürlich einmal vorher bei Digistore24 angemeldet haben. Und
Jetzt ist das personalisiert und ich könnte jetzt zum Beispiel dieses Bildchen hier, das könnte ich jetzt benutzen. Ja, da sieht man sehr schön, auch in diesem Bild selber ist jetzt dieser personalisierte Code drin. Ja, Promo, Erwender und die entsprechende Produktnummer von Digistore. Ja, das heißt, ich kopiere mir das jetzt alles raus, aber jetzt Achtung, wenn ich mir das jetzt rauskopiert habe, das hier ist HTML-Code. Ja, HTML-Quelltext. Und wenn ich das jetzt in mein Mailchimp noch zusätzlich einbauen wollen würde, dann muss ich hier darauf achten, dass ich das Ganze auch auf HTML-Ansicht umstelle. Ja, das sieht man hier bei mir in dem Programm, sind das diese kleinen spitze Klammer hin, spitze Klammer her. Wenn ich da jetzt draufklicke, dann komme ich in die HTML-Ansicht und da füge ich das entsprechend ein. Ja, du siehst, auf der linken Seite wird sofort das Bild angezeigt, auf der rechten Seite ist das Ganze in HTML. Ja. Und so ist jetzt praktisch, jetzt kann man natürlich noch mehr schreiben, also was man noch für Text schreibt oder wie man die darauf hinweist, dass man jetzt da draufklickt mit einer Call to Action. Kann man jetzt so schreiben, klicke auf dieses Bild und sichere dir 30 Tage ohne Risiko, 100% Geld zurück. Je nachdem, wie dein Angebot aussieht, so wie meins oder hast du ein persönliches. Ja, so baut man das Ganze ein, dann speichert man seine E-Mail ab. Ja, kann seine E-Mail auch nochmal gegentesten. Also hier gibt es so einen Preview-Mode. Ne? Also ich kann jetzt mir das Ganze in der Vorschau anschauen, kann mir das anschauen, wie das jetzt zum Beispiel auf dem Tablet aussehen würde, ne? Wenn das übertragen wird. Ne? Hier ist auch nochmal das Bild drin. Links siehst du die E-Mail halt auch nochmal. Und wenn man dann komplett fertig ist, dann geht man nur noch auf den letzten Step. Ja, und dieser letzte Step, da macht es das Mailchimp, guckt sich an, ob alles gut ist. Ich habe hier nur ein gelbes Ausrufezeichen, das liegt daran, das ist aber nicht schlimm, nur wenn es rot wäre bei Mailchimp, da kann man es nicht raussenden. Das Gelb bezieht sich darauf, dass ich jetzt zum Beispiel meine E-Mails nie mit Social Media verknüpfe, weil E-Mails in meinem Rudel bekommen auch wirklich nur die Rudelmitglieder und alle Informationen, die ich sonst in die sozialen Netzwerke für alle anderen teile, die sind nicht so exklusiv wie im Rudel selber. Also per E-Mail gibt es immer die besseren Neuigkeiten als praktisch über die sozialen Netze einfach wild gestreut. Das ist einfach, weil ich meine Liste exklusiv halte. Und ja, wenn ich da jetzt fertig bin, dann kann ich jetzt dieses Ding raussenden. Also ich könnte jetzt auf Send gehen, ja, und könnte das Ding jetzt rausballern, ja, auf Send Now. Da das jetzt nur eine Demo ist, also ich klicke jetzt nicht auf Send Now, ich gehe jetzt hier auf Abbrechen, das wäre jetzt der letzte Schritt. Und die E-Mail würde rausgesendet werden jetzt an deine Abonnenten, an eure Abonnenten, ja, an eure E-Mail-Abonnenten. Und dann bekommen die E-Mail und können dann auf den entsprechenden Link klicken, werden dann weitergeleitet auf die Verkaufsseite eures Partners. Ja, wenn die da kaufen, perfekt, ja, dann ist alles prima. Diese Mechanik kann man natürlich nicht nur mit E-Mails machen, ja, sondern diese Mechanik funktioniert natürlich auch hervorragend mit YouTube. Wenn man, also die meisten YouTuber zum Beispiel verdienen ihr meistes Geld damit, indem sie Produktempfehlungen aussprechen und unterhalb eines Videos den Partnerlink einbauen. Ja, und dann sagen hier, das ist eine Produktempfehlung von mir. Achtet allerdings in Deutschland darauf, wenn ihr sowas macht, eine Produktempfehlung muss auch als solches gekennzeichnet sein. Also Werbung muss immer als solches gekennzeichnet sein. Ich mache zum Beispiel Affiliate-Links mit so einem kleinen Sternchen. Ja, ich mache so ein kleines Sternchen da dran und dann schreibe ich einfach, Sternchen markierte Links sind Affiliate-Links. Ja, sowas mache ich zum Beispiel. Ihr könntet aber auch schon beim Eintragen in der E-Mail-Liste, könntet ihr auch schon sagen, wir sprechen auch hin und wieder mal Produktempfehlungen aus. Dann habt ihr ganz klar darauf hingewiesen, dass ihr das tut. Okay, also ihr seht, es ist sehr simpel, Partnercode einzubauen, nur es liegt jetzt an euch, welches Partnerprogramm ihr wiederum haben wollt. Ne? Mein Tipp ist immer, achtet darauf, dass es Programme oder beziehungsweise Produkte sind, die ihr mitvertreibt, die jetzt nicht so billig sind oder sowas. Ja? Das heißt, mal ein Beispiel aus der Akademie. Meine Akademie ist noch im Beta-Test, das heißt momentan kann man für 3,30 Euro Tage reinschauen, aber dann kostet sie 19 Euro. Also machen wir mal fast 20 raus, ein bisschen einfacher jetzt, ne, so nachzuvollziehen. Das heißt, pro Monat bezahlt eine Person 20 Euro. Und wenn du mein Partner bist und hast diesen Zugang beworben und du hast einen Partner bekommen, also jemand, der das gekauft hat, dann bekommst du so lange 10 Euro im Monat, solange derjenige Mitglied ist. Und ja, mein Partnerprogramm ist halt so aufgebaut, dass man Lifetime gewinnen kann, also profitieren kann. Ich würde zum Beispiel auch keine Programme nehmen oder Projekte nehmen, bei denen das nicht so ist, also bei denen man nur einmalig Geld bekommt. Bei vielen Handyverträgen ist das so der Fall. Also wenn du dich mal umschaust, du siehst sehr viele Anbieter, Handyanbieter, die sagen, ja, bring uns einen Partner, der einen Telefonvertrag abschließt und dann kriegt man einmal 15 Euro in die Hand gedrückt und dann war's das. Sehr schade, wenn diese Leute dann irgendwie 20 Jahre lang an diesem Telekommunikationsunternehmen angeschlossen sind. Und du bekommst nur einmal 15 Euro dafür. Das finde ich ein bisschen schlapp. Ja? Und deswegen finde ich ein richtig gutes Partnerprogramm, das hat Provisionen, die auch Lifetime
ja, auf Lifetime basiert sind. Und ansonsten kann man auch, auch Einzelprodukte vermarkten, die dann ein bisschen teurer werden. Ich mache das auch modular, ja, das heißt also auch jedes einzelne Modul in der Akademie kann man auch einzeln kaufen. Die Preise sind dann jeweils aufsteigend. Und wenn jemand zum Beispiel das kleine Produkt kauft, kauft aber im Nachhinein noch die teureren Produkte im Upsell-Prozess, dann bekommt derjenige, der das beworben hat, also mein Affiliate, bekommt dann ebenfalls noch die Provision jedes Mal für die einzelnen Upsells. Ja, ich halte das so fair, wie es nur eben geht, ja, dass die Person, die mir wirklich einen Kunden gebracht hat, so viel bekommt, wie es nur eben geht, und 50-50, mehr geht auch nicht. Ja, also könnte man natürlich schon machen, aber ich muss auch noch von irgendwas leben. Also von daher hoffe ich, diese kleine Demonstration hat zumindest jetzt erstmal gereicht, Erich, und auch für die anderen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag. Ich gucke jetzt mal, dass ich hier auch, ja, jetzt ist Halbzeit. Na gut, dann gucke ich mir gleich nochmal die Wiederholung an und dann überlege ich nochmal, wie ich meinen Autoresponder für mein fitnessbikes.net Projekt auf die Beine stelle. Bis dahin, bis zum nächsten Erfolgswolf hilft und ciao.